Wie schön, Sie zu sehen. Also wenn ich hier in den Raum gucke, denke ich vor allem, das ist mal eine Quote hier in diesem Raum. Ganz toller Anblick. Meine Damen, meine Herren, Sie alle hatten die Wahl und ich freue mich sehr, dass jede und jeder Einzelne von Ihnen hier ist. Vielen Dank. Ich bin Tanja Samrotzki. Ich darf Sie durch einen Abend begleiten, der kurzweilig ist und spannend. Darauf freue ich mich. Es ist ein Abend, an dem wir schauen wollen, wie es steht um die Gleichstellung in unserer Gesellschaft, 100 Jahre nachdem Frauen zum ersten Mal mitbestimmen durften und konnten, wer sie regiert. Apropos, Frau Bundeskanzlerin, schön, dass Sie da sind und uns regieren. Herzlich willkommen. Ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass wir schon sehr gespannt sind auf Ihre Rede. Vorher haben wir aber noch zwei weitere tolle Reden. Und die erste darf ich in die Hände unserer Gastgeberin legen. Als Vorsitzende der Gruppe der Frauen repräsentiert sie die 50 weiblichen Abgeordneten der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und das, finde ich, ist ein sehr starkes Mandat. Vielen Dank für die Einladung, Yvonne Marquas. Herzlich willkommen auf Ihrer eigenen Veranstaltung. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, liebe Frau Dr. Merkel, sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender, lieber Ralf Brinkhaus, sehr geehrte Staatsministerin Annette Wittmann-Nautz, liebe Frau parlamentarische Staatssekretärin Flachsbart, liebe Heike Bremer, unsere parlamentarische Geschäftsführerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Am 30. November 1918 wurde in Deutschland das allgemeine und passive Wahlrecht erstmals für Frauen gesetzlich fixiert. Ein Meilenstein für unsere Demokratie. Ein historisches Jubiläum, das die CDU-CSU-Bundestagsfraktion und die Gruppe der Frauen heute Abend gerne mit Ihnen zusammen feiert. Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Ich freue mich insbesondere, dass heute Abend Gäste aus ganz Deutschland, aus allen Teilen, aus allen Regionen unseres Landes hier sind. Einige von Ihnen haben weite Wege auf sich genommen, um mit uns dieses Jubiläum zu feiern. Schön, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich auch, dass wir heute Abend Gäste aus der gesamten Breite der Gesellschaft begrüßen können. Vertreterinnen von Frauenverbänden, Offiziere der Bundeswehr, Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen, der Wirtschaft, der Gewerkschaften und dem sozialen Bereich, um nur einige zu nennen. Das, meine Damen und Herren, macht unsere Veranstaltung heute zu etwas ganz Besonderem. Ja, meine Damen und Herren, Frauen gestalten inzwischen aktiv unsere Gesellschaft, sind auf allen politischen Ebenen aktiv, in der Kommunalpolitik, in den Landesparlamenten, im Bundestag und im Europaparlament. Und wir sind stolz darauf, eine Bundeskanzlerin und CDU-Parteivorsitzende zu haben. Meine Damen und Herren, ist das selbstverständlich, aber vor 100 Jahren war es das nicht. Sätze wie die Frau gehöre nicht in die Öffentlichkeit oder die zunehmende Berufstätigkeit der neuen Frau sei eine Fehlentwicklung bestimmten damals die Debatte. Und deshalb danken wir unseren engagierten, mutigen Vorkämpferinnen. Ihr Mut hat uns den Weg geebnet. Sie haben uns das Fundament geschaffen, auf dem wir heute stehen und heute bauen.
In der Diskussionsrunde wollen wir genau beleuchten, wie es heute um die gesellschaftliche und politische Teilhabe von Frauen steht. Und ich danke sehr Frau Prof. Dr. Rita Süssmuth, Franzi Kühne und Sophia Tomalla, dass sie bereit sind, heute gemeinsam mit uns den Blick in die Vergangenheit, aber auch den Blick in die Zukunft zu richten. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Wie steht es heute um die Gleichstellung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft? Wie gelingt es, weitere Fortschritte bei der Teilhabe von Frauen zu erzielen? Ja, darüber wollen wir reden. Von Luise Otto-Peters, einer mutigen und engagierten Sächsin, die als Gründerin der deutschen Frauenbewegung gilt, stammt der Ausspruch: An der Stellung, welche Frauen in einem Lande einnehmen, kann man erkennen, wie dick von unreinen Nebeln oder wie klar und frei die Luft eines Staates sei. Frau Professor Süssmuth, Sie griffen diesen Ausspruch auf und fragten in Ihrem Buch Mut zur Macht in Frauenhand, wie klar und frei von unreinen Nebeln ist die Luft unserer Demokratie? Wie steht es um die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen? Auf die Antworten sind wir sehr gespannt. Ja, meine Damen und Herren, bei der Wahl zur Nationalversammlung 1919 nutzten die Frauen ihre neuen Rechte. Und sie nutzten sie rege. Die Wahlbeteiligung der Frauen lag bei fast 90%. 300 Frauen kandidierten als Abgeordnete. Das sind beeindruckende Zahlen. Und mit diesen Zahlen im Kopf stimmt der Blick ins Plenum des Deutschen Bundestages und auch in unsere eigene Fraktion eher traurig. Der Frauenanteil im Parlament liegt bei weniger als 30%. In unserer Fraktion sind es nur 50 von 246 Abgeordneten. Das ist im Vergleich zur letzten Legislaturperiode äußerst unbefriedigend. Es wäre klug und zukunftsorientiert, wenn zukünftig mehr Frauen in unserer Fraktion und in unserem Parlament mitarbeiten würden und können. Die Erhöhung des Frauenanteils, die muss deshalb präsentes Dauerthema sein. Dies gilt in erster Linie für Parteien, aber auch bei einer anstehenden Wahlrechtsreform muss es im Jahr, wo wir 100 Jahre Frauenwahlrecht feiern, bei allen bekannten Schwierigkeiten, die es da gibt, Diskussionsbestandteil sein. Demokratie kann nur funktionieren, wenn Frauen und Männer gleichermaßen beteiligt sind. Ein weiterer Punkt: Frauen sprechen natürlich auch anders über Frauenthemen als Männer. Ich zitiere hier noch einmal Luise Otto-Peters. Es ist das Unweiblichste, was es gibt, wenn Frauen in ihren Frauenangelegenheiten die Männer entscheiden lassen. Themen wie internationale Verantwortung, Schutz von Frauen, gesellschaftliche Teilhabe, die Anerkennung sozialer Berufe oder auch die Digitalisierung werden von Männern entweder gar nicht angesprochen oder eben aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ein Beispiel: Im Jahr 2017 gab es unter den IT-Fachkräften nur 17% Frauen. Wir wissen, dass sich in Algorithmen die Lebenswelten der Programmierer widerspiegeln. Es unbewusst zu Diskriminierung kommen kann. Deshalb ist es wichtig, dass auch Frauen in diesem Bereich verstärkt mitarbeiten. Und ich danke unserer Kollegin Nadine Schön, dass sie sich bei diesem Thema stark in die Debatte einbringt. In Zukunft gilt es deshalb aber auch, die Vernetzung der Frauen im Deutschen Bundestag voranzubringen. Und auf Initiative unserer Kollegin Silvia Breher wollen wir als Gruppe der Frauen, auch fraktionsübergreifend, die Gründung einer Gruppe der Parlamentarierinnen im Deutschen Bundestag auf den Weg bringen. In anderen
Parlament, meine Damen und Herren, gibt es diese Gruppe längst. Wir folgen also damit auch internationalen Gepflogenheiten. Ein letzter Punkt ist mir noch wichtig. Wir wollen keine Politik gegen jemanden machen. Unser Ziel ist, gemeinsam Politik zu gestalten. Nach dem Motto, gemischte Teams arbeiten besser. Wenn Frauen und Männer gemeinsam für das gleiche Ziel kämpfen, arbeiten wir effektiv und erfolgreich. So gestalten wir nachhaltige Politik, die den Mensch und unser Land in den Mittelpunkt stellt. Das ist unser Politikansatz als Gruppe der Frauen und das ist unser Verständnis von moderner Fraktions- und Parteiarbeit. Ich wünsche uns allen einen schönen, einen spannenden und einen freudigen Abend. Herzlich willkommen. Ich habe immer die 5, lieber Kollege, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Frau Magwas. Wir hören Sie gleich noch im Panel und deshalb möchte ich Ihnen auch etwas verraten über Yvonne Magwas. Sie wollte schon als Kind Anwältin werden, weil sie ein starkes Gerechtigkeitsempfinden hatte. Ich finde, gerade klang an, wenn 50 Frauen von einer Gruppe von 246 im Bundestag sind, dann müssen wir darüber sprechen, ob das gerecht ist. Das tun wir gleich. Jedenfalls hat es den Anschein von Gerechtigkeit, dass der Fraktionschef ein Mann ist, wenn man doch bedenkt, dass schon die Parteivorsitzende eine Frau ist und das womöglich auch in Zukunft. Das haben Sie in der Hand. Auch hier gilt, Sie haben die Wahl. Und das Wählen weitaus mehr ist als eine Formsache, das hat die Bundestagsfraktion eindrucksvoll bewiesen, als sie, lieber Herr Brinkhaus, aufs Schild hob. Das war vor 2 Monaten. Ich nehme an, inzwischen sind Sie total erprobt in Grußworten und wir freuen uns auf das Ihre. Ja, vielen Dank. Es ist schön, ich sitze normalerweise hier in dem Saal, jetzt einfach mal ganz andere Gesichter hier in dem Saal zu sehen und deswegen ganz, ganz herzliches Willkommen, dass Sie alle gekommen sind und dass Sie die Reise nach Berlin gemacht haben. Das ist schön und man sieht, wie voll das ist, welches großes Interesse da ist und das ist für uns als Fraktion eine ganz schöne Sache. Ja, 100 Jahre Frauenwahlrecht, wir feiern einen Geburtstag, aber ich verrate Ihnen ein Geheimnis, wir feiern heute noch einen Geburtstag, nämlich die Leiterin unserer Gruppe der Frauen, die Yvonne Magwas, hat heute auch Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Und deswegen ist es doppelt schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, genau heute diese Veranstaltung mit dem ganzen Team der Gruppe der Frauen zu organisieren und dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Als ich gerade da vorne gesessen habe, habe ich mir mal dieses Bild angeguckt. Und ich habe mir mal so vorgestellt, wie die Männer da vor 100 Jahren oder wann immer das auch war, da am Straßenrand gestanden haben und geguckt haben, wie die Damen da so hermarschieren. Und wahrscheinlich gedacht haben, die sind doch bekloppt oder wie auch immer. Was machen die? Ja, muss das sein? Haben die nichts anderes zu tun? Und ich frage mich, ob hoffentlich nicht in 100 Jahren irgendwelche Leute mal auf Fotos von uns schauen und sagen, wie kann das denn eigentlich sein, dass Frauen in so vielen wichtigen Positionen so unterrepräsentiert sind, wie das heute der Fall ist. Und deswegen ist diese Veranstaltung heute natürlich ein Blick zurück und auch eine Würdigung für diese Damen, die unglaublich viel riskiert und gewagt haben, die sich haben verspotten lassen müssen und die viele, viele Widerstände überwinden mussten, bis dann das Frauenwahlrecht und vor allen Dingen auch Frauen in Parlamenten dann irgendwo was Normales waren. Aber es soll heute auch ein Blick nach vorne sein. Ein Blick nach vorne, wie wir es schaffen, Frauen gemäß ihres Anteils auch an der Bevölkerung an wichtigen Funktionen und Positionen in diesem Land zu beteiligen. Und ich kann Ihnen eins verraten, die Erkenntnis, die ist zumindest schon da. Ich hatte neulich eine Veranstaltung, Ich hatte neulich eine Veranstaltung, da gab es ganz normal ein Foto
Das war eine politische Veranstaltung und da standen 18 Männer und eine Frau drauf. Zugegebenerweise die Frau Bundeskanzlerin war die wichtigste und auch die Chefin, aber ansonsten standen da 18 Männer. Und das Ganze ist dann über Twitter auch im Internet veröffentlicht worden und es gab, was man heute nennt, einen Shitstorm. Und ehrlich gesagt, zu Recht gab es den. Ich habe dann auch gesagt, das ist eine Geschichte, das muss sich auch ändern. Und wenn ich sage, das muss sich ändern, dann ist es so, dass wir natürlich auch handeln müssen. Und jetzt muss ich sagen, wir sind hier heute im Saal der CDU-CSU-Fraktion und wir sind nicht gut. 20% Frauen, wird jetzt 50 haben wir, eine wird es mehr, aber das reißt es auch nicht raus. Das ist schlichtweg zu wenig. Und jetzt kann man sich überlegen, woran das liegt. Es liegt jetzt mal ganz konkret bei uns daran, dass wir zu wenig Direktwahlkreise mit Frauen besetzen. Weil wir sind eine Partei, die lebt von Direktwahlkreisen. Wir haben 220 direkt gewählte Abgeordnete und da können wir auf den Listen so viel Quorum machen, wie wir wollen. Wenn wir es nicht schaffen, dass die Direktwahlkreise mit Frauen besetzt werden, dann werden wir auch da keine Chance haben. Und deswegen müssen wir auch darum kämpfen und müssen uns fragen, warum klappt das in den Direktwahlkreisen eigentlich nicht? Ist die Art und Weise, wie wir auch in der Union Politik machen, überhaupt mit der Lebenswirklichkeit von vielen Frauen kompatibel? Ist es so, dass wir kompatibel sind mit Familienzeiten und ähnlichen Geschichten? Müssen wir da was ändern? Und ich erhoffe mir, dass wir von der heutigen Veranstaltung da auch einige Erkenntnisse sammeln, nicht nur den Blick zurückwerfen, sondern auch nach vorne werfen. Und dass, wenn wir das nächste Mal hier sitzen, und das soll nicht in 100 Jahren sein, sondern werden wir eh nicht mehr hier sitzen, sondern das muss weitaus früher sein, dass wir dann auch nicht nur die Erkenntnis haben, dass sich was ändern muss, sondern dass wir dann auch geliefert haben und dass wir dann auch umgesetzt haben und dass wir dann neben der Bundeskanzlerin wirklich auch eine Parität haben. Und diese Parität, meine Damen und auch meine Herren, die heute da sind, die gilt im Übrigen nicht nur für die Politik, die gilt nicht nur für die Wirtschaft, hier da hinten die Kameras, die gilt auch für die Medien und die gilt für viele, viele andere Funktionen. Und ganz ehrlich, ich bin nie ein Freund von Quoten gewesen, da mache ich keinen Hehl raus. Aber wenn wir es nicht anders schaffen, dann müssen wir dieses Instrument auch nutzen. Und ich glaube mal, meine Partei hat jetzt die Gelegenheit, nochmal daran zu arbeiten. Und natürlich werden wir auch im Rahmen von Wahlrechtsreformen über sowas reden müssen. Aber wenn wir es nicht hinkriegen, dann müssen wir uns auch weitere Schritte überlegen, weil es auch einfach nicht akzeptabel ist, dass wir im nächsten, im übernächsten Bundestag in unserer Fraktion, unserer Fraktionsgemeinschaft nur 20% Frauen haben. Ich kann Ihnen nur eins sagen, unsere Gruppe der Frauen kämpft, sind unglaublich aktiv. Das gilt auch, ich sehe hier die Bundesvorsitzende der Frauenunion, die dieses Jahr ein etwa auch 70-jähriges Jubiläum feiert. Die kämpft um jede... Was hast du gesagt? Nur die Frauenunion, ja. Das war aber im Konnex drin, ja. Das war im Konnex drin. Nein, dass wir es schaffen, da wirklich besser zu werden. Die Gruppe der Frauen kämpft da drum und ich möchte all denjenigen, die da mitkämpfen und die da auch mitgekämpft haben, ich sehe die Karin Mark, die das vorher geleitet hat, und Peter Pawelski hat das auch, genau, du bist auch da. Also insofern allen, die da drum gekämpft haben, da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken dafür. Und ihr werdet stets ein offenes Ohr haben und vielleicht ist es so, dass wir dann, wenn wir das nächste Mal in der nächsten Legislaturperiode hier sitzen, dann schon mal eine erste Bilanz ziehen können, dass viele, viele Sachen besser geworden ist. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Danke, dass Sie nach Berlin gekommen sind und jetzt kommt eine viel bessere Rednerin, nämlich die Bundeskanzlerin. Es kommt zumindest eine Rednerin. Darauf können wir uns einigen. Ansonsten. Ja, lieber Ralf Brinkhaus, liebe Frau Marquas, liebe Rita Süßmuth, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße jetzt hier nicht jeden mit dem Titel, liebe Gäste, liebe Podiumsteilnehmer. Auch ich wollte darauf eingehen, dass wir zwei Geburtstage feiern, aber den einen haben wir jetzt schon gewürdigt, den von Frau Marquas, den anderen, über den kann man gar nicht genug sprechen. Denn am 30. November 1918 trat das Frauenwahlrecht in Kraft, vor 100 Jahren, nachdem nur wenige Tage zuvor, wir haben uns ja im Deutschen Bundestag daran erinnert, die Republik
ausgerufen worden war und am 12. November schon hatte der Rat der Volksbeauftragten als eine der ersteren Entscheidungen das allgemeine Wahlrecht proklamiert. Und dem war in der Tat ein langer Kampf vorausgegangen. Wir haben neulich von der neuseeländischen Premierministerin gehört bei einer anderen Veranstaltung, dass Neuseeland auf das 125-jährige Jubiläum zusteuert. Also Deutschland gehörte nicht zu den Ersten, glücklicherweise allerdings auch nicht zu den Letzten. Unser Nachbarland Frankreich war sehr viel später dran. Man mag sich das gar nicht vorstellen. Und es war damals dem ein wirklich langer Kampf vorausgegangen. Eine derer, die daran mitgewirkt hatten, war Helene Lange. Sie vertrat die Ansicht, das Zitat, wenn das Endziel der Frauenbewegung einmal erreicht ist, so wird es kein führendes Geschlecht mehr geben, sondern nur noch führende Persönlichkeiten. Und damit hat im Grunde Helene Lange vor über 100 Jahren schon das Ziel einer echten Gleichstellung ausgegeben. Ein Ziel, das dann erst seit 1994 als staatlicher Auftrag auch festgeschrieben wurde. In Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes heißt es nämlich, neben dem Satz, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Eine derjenigen, die damals vehement dafür mitgearbeitet hat, war Rita Süssmuth. Rita, danke für deinen langjährigen Einsatz, der damals noch schwieriger war. Und damit sind wir dabei, dass die Gleichberechtigung von Frauen und Männern nichts weiter ist als eine elementare Frage der Gerechtigkeit. Sie ist ein Indikator dafür, wie menschengerecht eine Gesellschaft ist und wie es eine Gesellschaft mit der Würde des einzelnen Menschen hält. So hart muss man das formulieren. Und damit ist Gleichberechtigung auch eine elementare Frage der Demokratie. Die gleichberechtigte Teilhabe und Verantwortung von Frauen in unserer und für unsere Gesellschaft ist unverzichtbar, damit es eine wirklich reichhaltige, demokratisch, umfassend demokratische Gesellschaft ist. Und zwar in allen Bereichen und auf allen Ebenen und natürlich auch gerade in den Parlamenten. Das Bundespresseamt hat anlässlich des 100. Jahrestages der Einführung des Frauenwahlrechts interessante Fakten erhoben, die man jetzt auch so rum und so rum interpretieren kann. Manch einer würde sagen, na siehste. Wenn man nämlich fragt, wie es mit den Frauen und Männern ist, ob sie in einer politischen Partei mitarbeiten wollen, dann sagen 37% der Männer ja und nur 20% der Frauen. Und sich für ein Amt in einer Gemeinde oder anderswo zu bewerben, sagen 27% der Männer ja und 19% der Frauen. Der oberflächliche Schluss aus dieser Sache, dass Frauen sich eben nicht für Politik interessieren, sollte uns nicht in den Kopf kommen. Mir ist er in den Kopf gekommen, aber ich verwerfe ihn gleich sofort wieder. Sondern das kann uns nur dazu ermuntern, die ganze politische Arbeit vielleicht etwas attraktiver zu machen. Interessanter, spannender, nicht nur für Männer, sondern eben auch für Frauen. Und oh Wunder, es könnte dann passieren, dass sogar mehr Menschen wieder an der Politik interessiert sein würden. Auch das wäre ein schöner Nebeneffekt. Nun war das ja, nachdem die Gleichberechtigung in der Verfassung verankert war, auch eine lange Geschichte, bis mal eine Ministerin als Bundesministerin auftrat. Da mussten die Frauen fast wieder so vormarschieren, wie das war. Und damals war natürlich das erste anzusteuernde Amt das der Familienministerin. Soweit reichte es dann noch. Ich will jetzt mal nicht aus der Zeit berichten, als Helmut Kohl die Aufgaben, oder ich mache es doch kurz, als Helmut Kohl nun die Aufgabe hatte, irgendwie in seine Bundesregierung nach der deutschen Einheit Frauen zu kriegen, kam er auf eine ganz besonders effiziente Methode. Er nahm nämlich das Amt von Rita Süssmuth und später Ursula Lehr und teilte es in drei Teile und hatte aus einer Frau drei gemacht. Weil man der Meinung war, die kann man auch vertreten, dass die Gesundheitspolitik eines eigenen Ministeriums bedurfte. Das wurde damals kurzzeitig Gerda Hasselfeld. Dann war man der Meinung, dass man die Familie
und die Senioren ganz gut von dem Jugend- und den Frauen trennen konnte. Und das ereilte dann Hannelore Rönsch und mich. Und ich kriegte selbstverständlich als Ostdeutsche nicht etwa gleich die Familie, das war zu heikel, sondern ich kriegte Frauen und Jugend. Und damit war also Unglaubliches gelungen. Ich war damals noch vergleichsweise jung für die Politik, 35 Jahre alt. Ich kam aus dem Osten und war eine Frau, erfüllte also drei notwendig in der Regierung zu berücksichtigenden Komponenten und war damit ein sehr effizienter Einsatz. Ich habe 4 Jahre lang... Ich habe geschlagene 4 Jahre lang mit Hannelore Rönsch alle Gebietsüberschneidungen tapfer sozusagen integrativ bearbeitet. Und wir haben 4 Jahre lang im Doppel erklärt, dass diese Teilung der Bereiche so sinnvoll wie sonst überhaupt gar nicht sei, um nach 4 Jahren zu erleben, als ich Umweltministerin wurde, dass das Ganze wieder zusammengelegt wurde. So, also sowas gab es alles und deshalb ist die Sache sozusagen reich an Details, aber ich fing ja an mit der Frage, dass die Frauen natürlich erstmal das Familienministerium bekamen und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass Frauen in allen Themenbereichen dabei sind und da sind wir ja der Sache doch ein ganzes Stück näher gekommen. Wirtschafts-, Finanz-, Sozial-, Innen-, Gesellschaftspolitik, Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und ich möchte allen in den verschiedensten Bereichen natürlich danken. Also wir haben noch eine weite Wegstrecke, darüber ist ja heute schon gesprochen worden, zu echter Gleichstellung vor uns. Der Global Gender Gap Report 2017 des Weltwirtschaftsforums hat errechnet, dass wenn es beim aktuellen Reformtempo weltweit bleibt, man erst in 217 Jahren Männer und Frauen, was wirtschaftliche Teilhabe und Chancen anbelangt, überhaupt gleichgestellt hat. 217 Jahre. Ich glaube, so lange können wir nicht warten und wollen wir auch nicht warten. Und wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass Engagement durchaus Veränderung hervorruft. Und deshalb ist es wichtig und richtig, immer wieder dieser Vorkämpferinnen auch zu gedenken, denn sie sind vielen Diffamierungen ausgesetzt gewesen, sie mussten sich wehren und auch heute gibt es ja viele subtile Formen, wie es Frauen durchaus auch gar nicht so einfach haben, sich durchzuboxen. Wir haben auch so ein paar vielleicht Vorteile, aber ein paar Nachteile haben wir. Die hohe Stimme ist sozusagen etwas, was strukturell benachteiligt. Und die manchmal auch kleinere Körpergröße auch. Als ich mit Günter Rexroth immer als Umweltministerin die Gespräche zu führen hatte über den Energiekonsens, da habe ich dann eifrig darauf geachtet, dass er hinter mir stand. Dann konnte er aber immer noch drüber hinwegblicken. Und der Reporter hielt mir dann meistens das Mikrofon vor die Hand, damit er Günter Rexroth besser kriegen konnte. Also, wir sind aber gewappnet und wir haben ja auch vieles getan. Und ich glaube, das Grundverständnis der Gleichberechtigung muss ja sein, dass auf der einen Seite Frauen vorankommen, aber dass wir nicht eine Gesellschaft denken, in der sich für Männer derweil nichts ändert. Sondern es muss natürlich in den verschiedenen Arbeits- und Lebensbereichen des Menschen auch faire Aufteilung geben. Ansonsten ist sozusagen, muss die Frau ein super Wesen sein, das immer ausgeruht und fröhlich, nachdem die Hausarbeit verrichtet ist, bei der Arbeit erscheint und niemals müde ist, kulturell interessiert und dann noch ehrenamtlich tätig. Das kann ja keiner schaffen. Das heißt also, unsere Politik muss darauf gerichtet sein, Vereinbarkeit von Beruf und Familie im umfassenden Sinne besser hinzubekommen. Das ist... Da ist in den letzten Jahren viel passiert. Der Rechtsanspruch auf den Kindergartenplatz, dann der 2013 der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz, Elterngeld, Elternzeit, Partnermonate beim Elterngeld Plus, eine der wirklich interessantesten Erfindungen, muss ich sagen. Ursula von der Leyen hat das damals vorgeschlagen und es ist eine wirklich interessante Sache, wie aus dem Wickelvolontariat, wie einer unserer Kollegen sagte, doch inzwischen eine allseits anerkannte Maßnahme geworden ist, die übrigens in Bayern am meisten genutzt wird. Der Kollege kam nämlich aus Bayern und insofern haben alle Bundesländer offensichtlich daran teil.
Diese Maßnahmen wirken und ich freue mich auch, dass seit 2005, seitdem ich Bundeskanzlerin bin, die Frauenerwerbstätigkeit um 12% gestiegen ist, von 59,5% auf 71,5%. Dennoch, auch da haben wir strukturelle Unterschiede. Die Teilzeitarbeit ist eine Arbeit, die von Frauen sehr viel stärker genutzt wird, eben wegen der vielseitigen Pflichten. Und da glaube ich, wird sich aber auch etwas ändern in Zukunft und auch mehr Männer werden die Zeit und die Arbeitszeit als einen wichtigen Faktor im Auge haben. Wir hören das immer wieder aus den großen Unternehmen und auch aus den kleinen, dass Zeit, Verfügbarkeit heute für Männer und Frauen gleichermaßen ein ganz wichtiger Punkt ist. Wir haben die Verdienstfrage, die zwei Komponenten hat. Einmal die Frage gleiche Arbeit an gleicher Stelle. Da glaube ich, ist gerade in den Führungsetagen noch viel Unterschiedlichkeit da. Und wir haben eben die Bewertung der Berufe, die ein Riesenproblem darstellt und wo wir jetzt ja bei den sozialen Berufen merken, dass sie nicht sozusagen, dass wir nicht mehr genug Nachwuchs finden, wenn dort nicht auch vernünftige Bedingungen herrschen. Und ich werde nie vergessen, wie ich hier in Berlin eine Kita besucht habe und einen Erzieher, die es ja jetzt inzwischen auch erfreulicherweise gibt, was ich glaube auch sehr gut ist, sagte, dass er eigentlich als sozusagen Verdiener einer Familie, so wie sich der Mann ja noch sozusagen aus der alten Zeit empfindet, nicht nach Hause kommen kann und einfach keine gute Partie ist, wenn er Erzieher ist. Und das wird immer mehr überhand nehmen. Und deshalb werden wir an dieser Stelle sehr, sehr viel tun müssen, da das oft Berufe sind, die entweder aus Beitragsmitteln ihre Finanzierung haben oder aus Steuermitteln, wird das natürlich auch Prioritätenverschiebungen mit sich bringen in den öffentlichen Budgets und auch bei der Frage der Lohnzusatzkosten. Und damit müssen wir uns aber beschäftigen, denn ansonsten werden wir für diese Berufe keine Menschen mehr finden. Die Union war da nicht gerade der Treiber, würde ich mal sagen, das Brückenteilzeitgesetz gemacht. Ich denke, dass es seinen Sinn hat, auch wenn man natürlich aufpassen muss, nicht die Unternehmen mit immer mehr Bürokratie zu belasten. Aber es ist einfach so, dass Menschen, die nur Teilzeit arbeiten, in den langfristigen Karriereplanungen der Unternehmen keinen Platz haben. Und deshalb ist sozusagen die Möglichkeit, auch aus Teilzeit wieder zurückzukehren in Vollzeit und darauf auch einen Anspruch zu haben, vielleicht auch einen Einstieg dafür, dass auch für teilweise und zeitweise Teilzeitbeschäftigte wirklich dann die Führungsplanung mitgedacht wird. Und man wird auch erleben, dass manche Führungspositionen auch doppelt ausgeführt werden können. Wir haben jetzt auch die ersten Doppelreferatsleiterbesetzungen in der Bundesregierung und all diese Dinge funktionieren sehr viel besser, als man denkt. Dazu will ich vielleicht nochmal eine Geschichte erzählen, als ich Bundeskanzlerin wurde, die vielleicht manchem schon bekannt ist. Als ich Bundeskanzlerin wurde, da fiel mir auf, dass im Kanzleramt eigentlich nie schwangere Frauen auftauchten. Und der Kanzleramtsminister Thomas de Maizière hat damals herausgefunden, jeder Mitarbeiter des Kanzleramtes sollte eigentlich ein sogenanntes Mutterhaus haben, also wo er herkommt, Bildungsministerium, Wirtschaftsministerium, Verteidigungsministerium. Und in dem Moment, wo die Frauen schwanger wurden, wurden sie sofort in ihr Mutterhaus, wie passend, geschickt. Und weil man der Meinung war, dass volle Leistungsfähigkeit im Kanzleramt notwendig ist und da zu viele Unsicherheitsfaktoren da sind. Ich kann Ihnen sagen, es ist wunderbar, wenn im Kanzleramt die Mütter mit ihren Babys oder die Väter mit ihren Babys kommen und wir brauchen keine Referentinnen, also es galt nur ab Referentenebene, keine Referentinnen mehr irgendwie wegzuschicken. Dann haben wir das Thema der gläsernen Decke. Da wird es schon etwas komplizierter, weil das ein sehr komplexer Zusammenhang ist und damit ja auch einhergeht ein bisschen mit der Frage der Berufsauswahl. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, habe ich auch noch keine abschließende Antwort drauf. Wir machen heute sehr viel in den Kitas, in den Kindergärten, um die jungen und die kleinen Mädchen auch für naturwissenschaftliche, technische Berufe zu begeistern. Aber irgendwie, wenn sie nach der Pubertät aus der ganzen Entwicklungsphase wieder rauskommen, interessieren sich viele eben doch sehr viel mehr für Berufe, die man klassischerweise für Frauenberufe hält. Wir haben den Girls Day, wo ich das jedes Mal abchecke und wir haben eben bei den Informatikstudenten oder bei den Programmierer-Ausbildungsgängen nie mehr als 27, 28, 29%
weibliche Teilnehmer und das wird oder das ist schade und wir müssen überlegen, wie wir das nochmal verbessert bekommen. Ja, meine Damen und Herren, da sind also eine ganze Reihe von Themen und wenn wir dann unsere politische Situation sehen, dann ist ja hier über das Drama schon gesprochen worden, 20% Frauen. Ich habe eben gesagt, mit jedem ausscheidenden Mann, der eine gute Perspektive kriegt, kommt irgendwie eine Frau von der Liste hinterher. Wir sollten also fast alle im Bundestag befindlichen Männer vielleicht mit guten Positionen außerhalb der Politik versorgen. Dann könnten wir vielleicht noch weiter vorankommen. Aber das kann es eigentlich auch nicht gewesen sein, denn dahinter stehen natürlich auch immer Wahlkreise, die dann doch etwas enttäuscht sind, wenn der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete doch nicht mehr zur Verfügung steht. Und deshalb steht die CDU vor einer Frage, die andere Parteien so nicht haben. Und die CSU genauso, nämlich vor der Frage, wie schaffen wir es, in die Direktwahlkreise auch Frauen hineinzubringen. Und da sehe ich Paul Ziemiak, den Vorsitzenden der Jungen Union, der sich heute zu uns trauen kann. Denn seit letzter Woche gibt es 2 Landesvorsitzende weiblicher Natur. Beide sind gekommen, wunderbar. Im Bundesvorstand der CDU war man völlig außer Rand und Band. Steht mal auf. Und mindestens eine musste sich in einer scharfen Gegenkandidatur mit einer scharfen Gegenkandidatur. Also Sie sind gar nicht die Vorsitzende. Also Sie sind einfach 2, Sie haben gedacht, ich merke es nicht, dass 2 aufstehen. Paul. Na, ist aber grandios schiefgelaufen. Gut, okay. Aber trotzdem, wir stellen uns jetzt vor, da wäre die 2. Landesvorsitzende. Alles gut. Grüßen Sie sehr herzlich. So. Und insofern haben wir an der Stelle noch sehr viel Arbeit vor uns und das wird natürlich auch mit der Wahlrechtsreform sicherlich noch nicht einfach gelöst sein. Das heißt, wir müssen von Anfang an daran arbeiten, Frauen stärker mit einzubeziehen und auch potenzielle Kandidatinnen zu haben. Ein weiteres Thema, das ich ansprechen muss und was ein tief trauriges ist, das ist das Thema der Gewalt gegen Frauen. Man muss einfach sagen, wir haben in letzter Zeit darüber sehr stark gesprochen, dass es erschütternd ist, wie häufig die Tötungsdelikte in Partnerschaften sind, Vergewaltigung und auch in anderen Situationen Vergewaltigung, Körperverletzung und dieses Thema Kampf gegen Gewalt gegen Frauen ist ein Riesenthema. Da sind Länder und Kommunen natürlich gefordert, aber ich glaube, es ist auch richtig, wir machen so viele Dinge, wo der Bund eigentlich nicht zuständig ist, dass wir uns auch in diesem Bereich engagieren und das Thema aber auch immer wieder in der Diskussion halten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, Vorbilder wie Helene Lange, Marie Juchatz, Helene Weber und viele andere haben uns ja gezeigt, dass sich unter viel, viel widrigeren Umständen als heute vieles bewegen lässt. Mit Klugheit, mit Entschlossenheit, mit Mut und auch gemeinsam. Und deshalb war es ja dann auch eine wunderbare Sache, dass die Wahlbeteiligung am 19. Januar 1919 so war, dass 82,3% der Frauen an der Wahl teilgenommen haben. Da sieht man, mit welcher Art und Weise für etwas gekämpft wurde, wofür die Frauen natürlich längst dachten, dass sie dazu bereit sind. Allerdings, es zogen da nur 8,7% der Abgeordneten auch wirklich, waren dann Frauen. Also, und es hat dann, und noch eine Ergänzung dazu, dass es hat dann fast 70 Jahre lang gedauert, bis der Frauenanteil dann im Deutschen Bundestag zweistellig wurde. Und dann ging es aber langsam voran, um in dieser Legislaturperiode wieder nach unten zu gehen. Aber das werden wir aufhalten und wieder rückgängig machen. Meine Damen und Herren, wir sehen also auch 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts bietet das Thema genügend Anlass, darüber zu sprechen und zu sagen, unsere Gesellschaft ist längst noch nicht gerecht. Sie ist erst gerecht, wenn Parität auf allen Ebenen durchgesetzt wird. Wir wollen im Bereich des Bundes das dann 2025 erreicht haben in allen Gremien und in allen Bereichen. Für das Kanzleramt darf ich sagen, bei einer Bundeskanzlerin, ein Chef des Kanzleramtes, 4 Staatsminister, davon 3 Frauen, ein Mann. Und unter den B9 Stellen, die wir haben, sind 4 von Frauen besetzt und 4 von Männern.
da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, denn das war schon mal anders. Ich möchte zum Abschluss noch einmal Hedwig Dohm zitieren. Sie verlangte von den Gegnern des Frauenwahlrechts eine Begründung. Warum soll ich erst beweisen, dass ich ein Recht dazu habe? So schrieb und fragte sie bereits 1876. Und ich ergänze heute, 142 Jahre später, warum sollten wir erst beweisen, dass gleiche Teilhabe ein Gebot der Gerechtigkeit ist? 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts sollte das endlich selbstverständlich werden. Weil es das aber nicht ist, müssen wir weiter mit ganzer Kraft kämpfen. Und ich danke allen, die dabei sind. Herzlichen Dank. Bundeskanzlerin, ganz herzlichen Dank auch für die recht konkreten Lösungsansätze, die Sie skizziert haben. Einen besonders originellen möchte ich etwas zuspitzen. Die Abgeordneten finden wir ab mit attraktiven Posten in der Kita und dann rücken Frauen nach ins Parlament, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Ralf Brinkhaus hat vorhin eine unangenehme Wahrheit ausgesprochen. In 100 Jahren werden wir nicht mehr hier sitzen. Und die Bundeskanzlerin hat eine ähnlich unangenehme Wahrheit ausgesprochen, nämlich die, dass Frauen sich augenscheinlich weniger für politische Mandate interessieren als Männer. Darüber werden wir gleich auch sprechen. Wie schön, dass Sie sich für Politik interessieren und das auch schon mit 35 Jahren. Toll. Mehr Glück. So, wir haben eine Menge Themen und die werden wir jetzt besprechen. Wir werden ganz verschiedene Perspektiven haben, auf Politik, Wirtschaft und Kultur jeweils gucken, wo stehen wir da in Sachen Teilhabe und was ist zu tun. Und ich bitte Sie, begrüßen Sie mit mir unsere bunte Runde, Professor Dr. Dieter Süßmuth, Franzi Kühne, Sophia Tomalla und einmal mehr unsere Gastgeberin Yvonne Magnas. Herzlich willkommen. Trotzdem möchte ich noch ein bisschen was vorstellen. Frau Professor Dr. Süßmuth konnte auf eine vielfältige wissenschaftliche Karriere zurückblicken und leitete das Forschungszentrum Frau und Gesellschaft, ehe sie 1986 die erste Frauenministerin wurde. Vorher war sie ja schon mit anderen Ressorts befasst. Und Sie haben als frühere Vorsitzende der Frauenunion die politische Kultur mitgeprägt, auch gerade in ihrer 10-jährigen Amtszeit als Präsidentin des Deutschen Bundestages. Das Parlament muss jetzt schon seit 2002 ohne Sie auskommen, Frau Süßmuth. Die Gesellschaft ist auch gut so, sagt Frau Süßmuth gerade, aber die gesellschaftliche Debatte nicht, auch das ist gut so. Frau Süßmuth bekleidet zahlreiche Ehrenämter und nach wie vor nimmt sie kein Blatt vor den Mund, auch nicht, wenn ihre 5 Enkelkinder schwierige Fragen stellen wie, was war vor dem Urknall? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Franzi Kühne darf ich Ihnen vorstellen. Sie wollte eigentlich Kriminalkommissarin werden, aber sie ist durch den Psychotest gefallen, zu wenig Adrenalin, wenn es brenzlig wird. Ja, diese Stressresistenz, die Sie womöglich auch aufweisen, Frau Bundeskanzlerin, das wäre interessant, aber die kommt Ihnen auch als Unternehmerin sehr zu Pass. Vor 10 Jahren gründete Franzi Kühne mit Freunden Torben, Lucy und die Gelbe Gefahr. Das ist eine Digitalagentur, die Konzerne und Ministerien berät. Franzi Kühnes Know-how ist auch gefragt im Aufsichtsrat der Freenet AG. Dieses Amt hat Deutschlands jüngste Aufsichtsrätin auch angenommen, um anderen Frauen ein Vorbild zu sein. Inzwischen lieben Sie es aber auch, Geschäftsberichte zu prüfen, haben Sie mir verraten. Sophia Tomalla. Sophia Tomalla startete ihre Fernsehkarriere als Filmtochter von Barbara Rudnick und Henry Hübchen. Nach ihrer Schauspielausbildung folgten noch ganz viele andere Rollen von Hanni und Nanni bis Cobra 11. Und zudem moderiert Sophia Tomalla ganz verschiedene Formate von dem
Semper-Opernball zum Beispiel in Dresden bis zur Autorennshow und mit pointierten Äußerungen zu Themen wie MeToo oder Feminismus erreicht sie auch ein großes Publikum. Frau Tomalla wollte übrigens Krankenschwester werden und Rita Süssmuth auch. Also das ist immer noch ein sehr beliebter Berufswunsch bei Mädchen, über Jahrzehnte stabil. Yvonne Magwas haben Sie gerade schon kennengelernt. Entgegen Ihrem Berufswunsch der Anwältin hat sie doch lieber Soziologie studiert. Seit 2013 vertritt sie das Vogtland im Bundestag und wurde eben in dieser Legislatur in dieses schöne Amt der Vorsitzenden der Gruppe der Frauen gewählt. Okay, also wir haben eine halbe Stunde, da müssen wir wahnsinnig sportlich sein. Ich würde sagen, klassischer Dreiklang. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Und was müssen wir tun? Bei wo stehen wir, würde ich gerne mit Ihnen anfangen, liebe Frau Süssmuth. Sie haben ja Sie haben ja 1996 sich sehr für die Frauenquote in der CDU eingesetzt. Damals war das noch ganz nah dran an den lila Latzhosen und war durchaus verbrämt. Das ist jetzt über 30 Jahre her. Wo sehen Sie denn die wichtigsten Veränderungen mit Blick auf Gleichstellung in der Politik? Mit Mikro gern. Wir haben bestimmt eine Menge Einzelschritte vollzogen. Auch zu mehr Selbstbewusstsein. Das Beste, was wir erfahren haben, ist Bildung. Denn ich möchte als erste Botschaft sagen, die Frauen werden nur gefördert, weil sie nicht zur Macht kommen dürfen. Sonst würden wir nämlich selbst sehen, wie tüchtig unsere Frauen sind. Übrigens in allen Bereichen inzwischen. Übrigens auch in Naturwissenschaften. Darüber reden wir nicht und meinen, die werden digital doof. Aber das sind sie überhaupt nicht, sondern das haben sie schon beim Computer bewiesen. Und ich habe jetzt jahrelang an einer technischen Universität lernen können. Es ist fantastisch, welche Ergebnisse, welche Leistungen Frauen aufbringen. Wir müssen sie nur noch stärker sichtbar machen und unsere alten Vorurteile abbauen. Dann geht das schneller. Aber mir ist wichtig, und diese Leistungskraft, die übrigens auch schon unsere Vorgängergenerationen aufgebracht haben, in Kriegszeiten, in zwei Weltkriegen danach, denn erstmal hat Hitler ihnen wieder das passive Wahlrecht genommen. Man muss nämlich wirklich mal genauer hingucken, wie das denn wirklich war, die Beteiligung. Sie konnten dann zwar, mussten alles können, aber sollten hinterher nichts mehr dürfen. Und das, was unsere Kanzlerin eben beschrieben hat, habe ich auch erlebt. Ich wurde Frauenministerin ohne Zuständigkeit. Ich hatte nur den Titel, aber keine Zuständigkeit. Das muss man sich alles selbst dann erstmal erarbeiten. Und bei der Quote, das war Ihre Frage, sind wir mit unseren Frauenanträgen zweimal durchgefallen. Wahrscheinlich wäre es noch ein drittes Mal passiert, wenn der Kanzler nicht eingegriffen hätte. Das war ihm selbst peinlich. Dreimal keine Quote. Und ich behaupte heute, auch bei den jungen Frauen, ohne Quote wären wir heute noch weiter zurück. Sie sehen ja, wie das bei der Partei ist, wo es nicht möglich ist. Aber ich bezeichne das heute als Trippelschritte. Und jetzt haben wir genug von den Trippelschritten. Ich würde sagen, Parität ist dran und immerhin haben das schon 27 Staaten in der Welt, in Europa nur zwei, Frankreich und Belgien, aber das werden wir jetzt vorantreiben. Wir warten nicht wieder 200 Jahre, denn uns läuft die Zeit davon und es geht um die Mitgestaltung in der Gesellschaft. Es geht nicht nur, Rechtsfragen sind ganz wichtig, aber glaubt nicht, dass wir jetzt unsere Geduld nochmal spannen, nochmal 200 Jahre, das ist für mich vorbei. Ich kämpfe für mehr. Okay. Haben Sie, Frau Süssmuth, schon mal von der Hansbremse gehört? Die Hansbremse? Wenn Sie die nicht kennen, das ist wirklich ein phänomenales Beispiel, was schief läuft. Die Hansbremse bezeichnet ein Phänomen mit Blick auf beamtete Staatssekretäre. Seit 1946 hatten wir weit mehr beamtete Staatssekretäre, die Hans heißen, als Frauen in diesem Amt.
Und von Ihnen, liebe Frau Kühne, habe ich gelernt, dass es ganz was Ähnliches gibt in der Wirtschaft, nur der Name ist anders. Da ist nämlich die Handbremse der Politik der Thomaskreislauf. Warum in aller Welt dauert das so lange? Das glaube ich schon an. Warum dauert das so lange? Ja, die Frage stelle ich mir auch die ganze Zeit. Also es gibt immer noch mehr Thomasse und Michaele im Vorstand in börsennotierten Unternehmen in Deutschland als Frauen insgesamt. Und das ist ein Zustand. Also warum dauert das so lange, dass da die Frauen hinkommen? Und ich kann die Frage natürlich nicht beantworten, weil mir ist es ein Rätsel, weil ich es nicht verstehe. Ich bin natürlich für Gleichberechtigung, finde es schwierig mit der Quote, weil in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Ich bin Unternehmerin, war eigentlich immer gegen eine Quote, weil mir vorschreiben zu lassen, wen ich einzustellen habe auf Basis von einem Geschlecht, finde ich schwierig. Aber ich glaube, dass wir diese Quote brauchen, weil sich einfach überhaupt nichts tut. Also in 38 Jahren werden wir dort, wenn wir mit den Trippelstritten so weitergehen, dass wir auf Vorstandsebene in Unternehmen annähernd gleichberechtigt werden. Und das dauert mir einfach zu lange. Also das geht so nicht. Können Sie uns noch ein bisschen beschreiben, wie Sie das empfinden als Unternehmerin? Wie empfinden Sie die Repräsentanz von Frauen in der Wirtschaft, die Gleichstellung? Also ich sehe das jetzt aus der Brille vom Aufsichtsrat, weil es ist nochmal zu unterscheiden. In meinem Unternehmen haben wir immer eine Frauenquote über 50% gehabt, einfach natürlicherweise. Und im Aufsichtsrat bin ich das erste Mal darauf gekommen, dass es in der Wirtschaft, in großen Konzernen einfach nicht so ist, was mich extrem überrascht hat. Also wirklich überrascht hat, weil es so natürlich ist und so rein aus wirtschaftlicher Brille so viel Potenzial zu verschenken, dass wir keine Frauen in den Unternehmen haben, es ist einfach nicht logisch. Und ja, aus diesem Grund konnte ich es absolut nicht verstehen, dass es da so ist. Ja. Okay, danke. Wir machen weiter mit der Bestandsaufnahme und gucken mit Ihnen, Frau Thomalla, in den Bereich Kultur und Medien. Mit der MeToo-Debatte kam eine ganz generelle Bestandsaufnahme. Wie würden Sie das beschreiben? Wie finden Sie, ist es bestellt um die Gleichstellung von Frauen und Männern in Ihrem Bereich? Ja, ich wollte gerade sagen, also die Gleichberechtigung, gerade wenn man auch mal in den Bundestag guckt, wenn auch in der Unterzahl, finde ich, dass wir viele tolle, starke Frauen da haben, mit Frau Dr. Merkel natürlich an der Spitze der Politik. Bei mir in der Branche ist es natürlich auch gerade im Sinne von MeToo, da bin ich ja so ein bisschen skeptisch mit gewesen, habe ich ja auch mich oft schon dazu geäußert. Ist richtig, dass es diese Debatte gab und gibt, und es hat ja eine gewisse Bewandtnis und auch einen Grund. Und das ist auch richtig so, aber ich finde schon, dass es sehr aus dem Ruder gelaufen ist, weil zum Schluss gab es dann diesen riesengroßen Topf von Sexismus und da wurde dann alles reingeworfen, und ich glaube, dass das nicht richtig ist. Ich glaube, dass natürlich sind wir als Frau dem Mann physisch unterlegen, das ist nun mal so. Wenn ich eine Kasten Bier kaufe und den mit dem Auto nach Hause schleppe, dann klingel ich auch beim Nachbar und sage, schlepp mir den mal nach oben, das kriege ich nicht gebacken. Aber ich glaube, dass wir psychisch schon sehr stark sind, und ich glaube, dass in dem Moment psychische Gewalt auch ernsthaft nur dann stattfindet, wenn ich sie auch zulasse. Und ich glaube, dass es gerade in meinem Business auch ziemlich verlogen war, wenn dann Schauspielerinnen 20 Jahre nach ihrem Erfolg dann sagen, das wollte ich aber damals gar nicht, wenn ich aber doch schon die Gewalt haben hätte können. Und ich glaube, dass das hinterher in die falsche Richtung ging. Wie ist das zum Beispiel, so Sachen, das hatte die Kanzlerin ja auch angesprochen, sowas wie Gender Pay Gap, ne, die unterschiedliche Bezahlung, ist das Thema? Also ich weiß, in Hollywood ist es eins. Es ist ein Thema auch hier gewesen, das wurde ja diskutiert. Es ist nur schwierig, weil bei uns wird nach Marktwert und Popularität bezahlt. Und da zu sagen, da gibt es nicht den wirklich gleichen Job mit gleicher Funktion. Von daher ist es schwierig zu sagen, was mit der Bezahlung ist. Sie ziehen so ein bisschen den Mundwinkel hoch, Frau Kühne, habe ich das richtig beobachtet? Naja, also wie will man das messen? Das ist ja eine schöne Ausrede, also nach Marktwert und Popularität, also das ist halt unmessbar. Mhm. Und Frau Süssmuth, vielleicht könnten Sie mal noch so einen allgemeinen Blick wagen. Sie sind ja Wissenschaftlerin und mit dem geschärften analytischen Blick der Wissenschaftlerin. Sie haben vorhin schon so ein bisschen geguckt in die Politik, aber wo würden Sie sagen, stehen wir denn gesellschaftlich? Also was ist ein wesentlicher Gewinn der letzten Jahrzehnte und was ist eine wesentliche Herausforderung? Also gesellschaftlich würde zunächst mal positiv sagen, haben wir Frauen erhebliche Gewinne uns erarbeitet und auch durchgesetzt. Aber die
wirkliche Teilhabe an der Bewältigung der heutigen Probleme, da meinen die Männer immer noch, sie können es besser allein. Und das ist eine Frage ist eine Machtfrage. Wenn ich Macht abgeben soll, dann muss ich fragen, was kriege ich dafür? Dann gab es ja eben den Vorschlag, noch eine bessere Position außerhalb der Politik. Das wäre eine Doppelbelohnung. Und insofern kommen wir um diese Frage, Aufgaben, die wir beiden Geschlechter haben, auch gemeinsam zu lösen. Also es war bei uns immer so, im Ausschuss waren wir zwei Frauen. Und dann sagten uns die Männer, hört auf mit euren Rentenfragen und euren Kindergartenfragen, geht bei für die Frauen, sagten sie uns ganz klar, sorgt dafür, dass alle Frauen arbeiten gehen, dann ist das Problem gelöst. Das ist bis heute nicht gelöst, weil einfach diese Familienzeiten, die IG Metall hat dieses Jahr die besten Vorschläge gemacht, eben nicht nur an den Tariflöhnen zu arbeiten. Das heißt, es kann sich das Interesse der Frauen nur in dem Maße erhöhen, wie sie wirklich Einfluss nehmen können. Und das ist wirklich eine so zentrale Aufgabe. Ich erlebe in der Welt im Augenblick so fürchterliche Dinge, Gewalt an Frauen, Kriegsschauplätze noch und nöcher, Abbau wieder von Leistung. Da bin ich immer ganz überrascht, wie tapfer diese Frauen in den Entwicklungsländern um Verbesserung ihrer Lage kümmern. Wir haben mir heute auch mindestens einmal die Migrantinnen zu nennen, von denen wir noch nicht gesprochen haben. Ich hoffe, es sind eine Reihe hier auch im Raum. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, Migrantinnen und Nicht-Migrantinnen, dass wir die Lage so verbessern, dass wir der Menschenwürde und den Menschenrechten entsprechen. Wir tun ja gleichsam so. Wäre das ein Akt der Barmherzigkeit? Wahlrecht ist auch ein Grundakt von Menschenrechten. Diese Frauen damals haben klar gesagt, wir haben uns nicht zu bedanken. Das hätten wir schon längst haben müssen. Das sind Menschenrechtsfragen. Und so haben auch diese Bereiche heute ihren Platz, nicht nur in der Außenpolitik oder in der Migrationspolitik, sondern das ist unser aller Auftrag. Und unser aller Auftrag, das heißt auch, da ist die Kompetenz von Frauen gefragt, auch in der Politik. Frau Marquas, als Gastgeberin bitte ich Sie noch mal so ein bisschen vor der eigenen Haustür hier zu kehren. Im Fraktionssaal, wir haben es schon gehört, 50 von 246 Abgeordneten sind Frauen. Ein bisschen haben wir auch schon gehört, woran das liegen mag. Wie erleben Sie das denn in Ihrer konkreten politischen Arbeit? Wo klemmt das denn? Also wir haben das als Gruppe der Frauen auch regelmäßig diskutiert und diskutieren das jetzt auch mit dem neuen Fraktionsvorsitzenden. Es gibt oftmals so kleine Dinge, die wir einfach relativ schnell auch ändern könnten. Also wir sind mal durchgegangen, wie sehen denn so die Rednerlisten aus zum Beispiel. Also es geht auch um Sichtbarkeit von Frauen. Und wenn ich mir dann mal anschaue, wie unsere Rednerlisten Donnerstag und Freitag ausschauen, da sage ich mal, ist bei den Frauen, bei der Frauenanteil noch Luft nach oben. Da müssen wir besser werden. Wenn es Tage gibt, wo keine Frauen für die Union sprechen, dann sage ich, das müssen wir verändern. Wir haben als nächstes, wir haben auch Ausschüsse, wo keine Frauen für die Union drin sitzen. Zum Beispiel den Entwicklungshilfeausschuss. Wir haben gerade das Thema, Sie haben gerade das Thema angesprochen. Wir haben eine Staatssekretärin, aber wir haben eben keine Parlamentarierin, die in dem Ausschuss direkt arbeitet. Also jemand in der Regierung ist uns sehr wertig, meine liebe Maria, das will ich dazu sagen. Aber wir haben keine Parlamentarierin, die im Ausschuss direkt da tätig ist. Und ich glaube, solche Dinge, es sind kleine Dinge, die schnell zu ändern sind, die müssen wir angehen und die wollen wir auch angehen. Und da hat der Fraktionsvorsitzende auch gesagt, dass wir hier unbedingt gemeinsam was tun müssen. Und ich glaube, wenn wir so diese kleinen Schritte auch erstmal machen, dann kommen wir dann relativ schnell auch in einen Prozess, wo wir sagen, okay,
wir wollen hier mehr tun, Frauen wollen sich weiter mit engagieren. Also man hat dann ja auch die Sichtbarkeit von Frauen nach außen. Und wir machen, Frauenpolitik ist für uns Querschnittsaufgabe. Frauen sind in allen Bereichen toll und top und können in allen Bereichen gut mitsprechen. Und das wollen wir einfach auch verbreitern. Okay. Wir haben gerade in den Reden auch ein bisschen nach hinten geguckt. Jetzt haben wir ein bisschen geguckt, wo stehen wir eigentlich im Moment. Ich würde gerne mit Ihnen eine Agenda 2030 der Gleichstellung entwickeln, so viel man das in 10 Minuten machen kann. Aber tatsächlich der Blick auf die nächsten 10, 12 Jahre, die haben wir ja vielleicht im Griff gedanklich. Was wäre da ein realistisches Ziel? Frau Kühne, was wünschen Sie sich für die Wirtschaft in 10, 12 Jahren für die Gleichstellung der Frauen da? Was wünsche ich mir für die Wirtschaft? Also man kann viel diskutieren über Quoten in Vorständen, über Quoten im Mittelmanagement, aber ich glaube, dass es halt wirklich Chefs geben muss heutzutage, die Diversität vorausdenken und die mitdenken, dass es da auch Frauen geben muss, die in solche Positionen erstmal kommen können. Also ein echtes Umdenken von den Chefs wünsche ich mir tatsächlich. Und dann geht es um eine Veränderung vom Führungsbild. Also dieses ganze Thema Vereinbarkeit, das ist halt nicht nur Frauensache. Das ist genauso Männersache. Damit Sie noch weitere tolle Ideen haben. Genau, also ein verändertes Führungsbild, auch dieses immer bis 70 Stunden in der Woche arbeiten, nichts daneben funktioniert, das ist einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Eine Generation nach mir wird so nicht mehr arbeiten und da muss die Wirtschaft ganz dringend was tun, auf jeden Fall. Okay. Frau Thomalla, was ist Ihre Vision für Ihren Bereich Medien, Kultur? Wie sieht Gleichstellung für Sie aus? Wann ist sie für Sie spürbar da? Für mich in meinem Bereich Kultur und Medien würde ich mir für die Gleichberechtigung wünschen, dass ich mich so zeigen kann, wie ich das möchte, ohne dass ich abgewertet werde, ohne dass darüber diskutiert wird, wie zeige ich mich in meinen Kampagnen, wie zeige ich mich in meinen sozialen Medien, sondern dass ich das machen kann, wie ich es möchte. Genauso mit der letzten Kampagne, die ich gerade hatte, die Mediamarkt-Kampagne, die stark diskutiert wurde. Der eigentliche Sexismus an dieser Debatte für mich ist, dass man mir als Frau von vornherein unterstellt, dass ich dafür keine Wahl hatte. Das finde ich eigentlich das Allerschlimmste, sondern dass man immer denkt, da sind da 5 Männer in der Führungsetage beim Mediamarkt, wo es heißt, ja, die kriegt die Summe XY und dafür muss sie das jetzt machen, was totaler Quatsch ist, denn so ist es überhaupt nicht gelaufen. Es gab nicht zum Beispiel diesen gewissen Punkt bei meinem Vertrag, wo darüber diskutiert wurde, was ist denn nun mit Styling? Was machen wir denn mit Styling? Vielleicht darf ich mal, ich weiß nicht, ja. Kennen Sie die alle, die Media, sonst würden wir die mal kurz beschreiben, nochmal beschreiben. Ja, gut, also das ist eine Werbekampagne vom Mediamarkt, die sehr mit Rollenbildern spielt und das Motto ist, wenn Männer ihre Tage haben, müssen die unbedingt zum Mediamarkt. Und ein Plakat, das ist eben das mit Ihnen drauf, da geht es um Knöpfe drücken und Sie haben Knöpfe an der Kleidung. Also es spielt mit Rollenklischees und dafür wurden Sie auch massiv angefeindet, kann man sagen. Genau, und wie ich schon sagte, da wird dann so gedacht, das kriegt die Summe XY und dafür muss sie das machen. Und als wir dann über Styling gesprochen hatten, dann hat Media gesagt, wir brauchen eigentlich überhaupt gar kein Styling, weil Frau Thomalla soll bitte das anziehen, worin sie sich wohlfühlt. Und das war dann das, was ich gewählt habe. Es war das T-Shirt, was ich dort anhatte. Und keiner hatte mir gesagt, du musst jetzt diesen tiefen Ausschnitt tragen, sondern ich habe dieses T-Shirt gewählt. Und ich finde, dass diese ganze Gleichberechtigungsgeschichte immer darauf hinausläuft, was ist falsch und was ist richtig als Frau? Dabei geht es doch eigentlich in meiner Gleichberechtigung darum, dass ich die Wahl habe für alles, was ich tue. Und das wünsche ich mir in meinem Bereich. Da war übrigens auch gerade ein interessanter Artikel bei Spiegel Online mit dem Titel Unser perfekt geschminkter Feminismus. Da geht es um diese Rollenbilder, wie viel Freiheit ist eigentlich da für ganz verschiedene Bilder. Frau Süßmuth, Sie sind doch schon immer Visionärin gewesen. Würden Sie noch mal so richtig Gas geben und eine Vision der Gleichstellung in 2030, eine realistische natürlich? Ich weiß nicht, ob sie realistisch ist, aber wenn wir aufhören, Utopien zu haben, dann fangen wir an zu sterben. Dann müssen wir alle zum Arzt, ja. Also, es muss auch das, was heute nicht möglich ist, nicht 2030 möglich sein, sondern schneller, wenn wir wollen. Das haben uns andere Länder auch vorgemacht. Aber ich sag mal, meine
Vorstellung ist vor allen Dingen... Das Mikro leider so ja, doll halten. Ich habe es vergessen. Man kommt aus der Übung, ne? Ja, ja. Doch nicht. Mir ist ganz wichtig, dass wir... Heute Abend ist gesagt worden, statt Geschlechterpersönlichkeiten, aber zumindest brauchen wir ein neues Wir-Gefühl und nicht das Auseinanderfallen der Gesellschaft. Und da muss ich Ihnen sagen, kluge Wirtschaftsunternehmen haben längst begriffen, dass sie in der Führungsfrage von Frauen ganz viel lernen können. Da hat sich ja schon etwas bewegt, aber es gibt natürlich diejenigen, die beharrlich auf dem Alten festhalten und sagen, das ist viel zu gefährlich, wenn wir Frauen Führungsaufgaben geben. Und deswegen habe ich auch den Wunsch, dass wir die Arbeit an Frauen in Führungspositionen, da sagt mir die Mehrheit der Frauen, damit haben wir ja nichts zu tun. Wir haben offenbar noch nicht begriffen, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen brauchen, gerade um sich auch für die einzusetzen, die nicht in Führungspositionen sind. Weil das, dieses Gefühl sonst gibt, ja, ich bin was geworden, höre ich oft, die anderen müssen sich auch anstrengen, da müssen wir nicht helfen. Wir alle sind abhängig voneinander. Und keiner kann von sich behaupten, das ist, was ich geworden bin, nicht alles aus mir allein geworden. Wenn wir aus dieser Haltung wieder rauskommen, ich bin für die Leistungen der Individuen, auch für starke Individuen, aber nicht nach dem Motto, jeder lebt für sich und je mehr Versicherungen wir haben, desto unabhängiger sind wir, sondern dass wir zurückfinden zu diesem Geist, der sich für andere mitverantwortlich fühlt. Und da ist viel guter Boden noch in unserer Gesellschaft vorhanden. Das haben wir ja 15, 16 erlebt. Mhm. Und das müssen wir noch mehr stärken und erlebbar machen. Für mich ist ein ganz wichtiger Bereich die kommunale Ebene. Wenn ich morgen wieder in die Politik ging, würde ich diese Ebene viel mehr stärken, als wir das heute haben. Und dafür sollten wir Frauen auch sagen, dort leben die Menschen, dort machen sie die Erfahrung, wie sie miteinander leben, was sie verändern können. Ich erlebe jetzt bei Digitalexperten neues Wohnen, Gemeinschaft auch unter den Mietern erzielen. Und da können wir eine Menge von lernen. Hab nicht nur Angst vor dem Digitalen. Ja, es verändert uns. Wen gucken Sie da jetzt genau an? Ja, ich gucke die Frauen. Ach so, die Frauen, okay. Ich dachte. Aber ich höre auf und ich möchte Ihnen sagen, das sind meine Vorstellungen. Eine gerechtere Gesellschaft. Habt auch keine Angst, nochmal die Fragen Kinder- und Altersarmut nicht wegzudrängen, sondern reinzuholen auf unseren Tisch und daran zu arbeiten, dass wir bessere Lösungen finden. Und ich muss Ihnen sagen, wir haben zwar wenig Frauen im Parlament, wir als CDU, CSU, aber sehr viel tüchtige Frauen in der Gesellschaft. Und im Parlament natürlich auch tüchtige Frauen. Frau Marquardt, vielleicht würden Sie uns an Ihrem Geburtstag ein Geschenk machen, nämlich das Geschenk Ihrer Vision einer gerechten Gesellschaft 2030. Vielleicht, dass wir darüber gar nicht mehr sprechen müssen, sondern dass es eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Schlicht und ergreifend. Ja, dass Männer sich auch ein Stück um die Familienarbeit mit mehr kümmern, dass Frauen ein Stück weit, dass es für sie normal ist, auch Karriere zu machen und Führungspositionen zu übernehmen. Also, dass wir diese Debatte, diese polare Debatte, sage ich mal, nicht mehr führen brauchen. Mhm. Das ist eigentlich die Vision, die ich habe und dass es wirklich auch normal ist, dass Frauen im Parlament sitzen, dass Frauen in die Politik gehen, dass Frauen teilhaben möchten. Genau, das wünsche ich mir. Okay, gut. Dann gucken wir jetzt in der letzten Runde, wie wir da hinkommen. Und Frau Kühne, Ihre Agentur TLLG hat ein sehr schönes Motto, die Welt verändert sich und wir machen mit. Und wo sehen Sie die Stellschrauben zum Mitmachen für eine Gleichstellung in der Wirtschaft?
zum Mitmachen. Also ich glaube, dieses ganze Gleichstellungsthema, hier sitzen heute sehr, sehr viele Frauen, ist eine Sache, die man nur zusammenschafft, also Männer und Frauen zusammen. Deswegen glaube ich sehr stark, dass wir uns da verbünden müssen und einfach stark gemeinsam in die richtige Richtung gehen müssen. Und die Richtung ist klar, dass es Gleichberechtigung ist, so wie es im Grundgesetz steht. Ja. Otto Maller, haben Sie ein Rezept? Ich wünsche mir, und da appelliere ich auch an die Frauen, ich wünsche mir von den Frauen, dass wir da mehr zusammenhalten. Mhm. Denn der 80% von dem Hass, der mir gegenübergetreten wird, den kriege ich von Frauen und nicht von Männern. Sondern ich werde mehr von Frauen abgewertet für das, was ich tue oder wie ich mich kleide oder wie ich meine Kampagnen zeige, als von Männern. Das finde ich sehr schade. Da würde ich mir mehr wünschen, dass wir da mehr an einem Strang ziehen. Erleben Sie das so, dass da manche Frauen auch von dem eigentlichen Gegner weggucken, indem sie auf Sie gucken und Sie in Fokus nehmen? Natürlich spielt Neid auch ein Faktor, das ist klar, habe ich manchmal auch. Ja, denke ich, warum kriege ich das jetzt nicht? Ja, also das liegt so ein bisschen in der Natur, aber trotzdem wäre es schöner, wenn wir da nicht sofort abwerten und immer alle gleich Schubladendenken haben und dass wir den Leuten mehr eine Chance geben. Also, dass wir Frauen auch Frauen mehr Chancen geben. Mhm. Frau Marquas, nochmal so ganz konkrete Hebel. Also Herr Brinkhaus hat vorhin gesagt, wir können nicht länger warten und wir haben jetzt ganz oft gehört, offenbar oder vielleicht oder offensichtlich geht es nicht ohne Quote. Trotzdem. Wir müssen zur Parität hin. Wir müssen zur Parität hin. Also lassen wir nicht wieder anfangen. Jetzt machen wir eine verbindliche Quote. Verbindlich, dann muss doch das Ziel sein, eine gerechte Teilhabe beider Geschlechter. Und das heißt, wenn wir sie nicht morgen schaffen, dann aber spätestens übermorgen. Wenn wir das wollen, kann man das auch schaffen. Und es ist eine Frage des politischen Willens, wenn andere das geschafft haben, auch in unseren Parteien, dann werden wir das doch auch wohl schaffen. Und wie stellen Sie diesen politischen Willen her, Frau Marquas? Also ich glaube auch, dass es eine Frage der Haltung ist. Das ist nämlich erstmal die Grundlage für alles. Ich muss es wollen. Und wenn ich das dann möchte, dann finde ich auch Wege, das zu tun. Konkret, ich sehe am Anfang natürlich auch erstmal, weil Sie Kommunalpolitik auch gesagt haben, die Aufgabe auch bei den Parteien, bei den Landesparteien, bei den Kreisparteien. Da muss geworben werden, dass Frauen mitmachen. Das fängt wieder bei Kleinigkeiten an. Anfangs- und Endzeiten von Sitzungen. Sonntag keine Parteitage oder keine Sitzungen. Dann, also das sind so viele, viele kleine Sachen. Und die kann man auf jeder Ebene durchsetzen. Das ist auch nicht schwer, das tut auch nicht weh. Warum tun wir das nicht? Das wissen wir ja schon seit Jahrzehnten. Ja, das frage ich mich manchmal auch. Vielleicht müssen wir es ab und zu vielleicht auch ein bisschen deutlicher aussprechen und einwerben. Da bin ich dann wieder bei Ihnen, Frau Tomalla. Wir müssen auch als Frauen gut zusammenhalten. Wir müssen vielleicht ein Stück weit mehr fraktionsübergreifend, ich hatte es vorhin gesagt, auch sagen, wir Frauen, wir haben auch hier bestimmte Interessen, wir haben bestimmte Wünsche, wir müssen da mehr zusammenarbeiten. Wir müssen aber auch, das möchte ich auch sagen, die Frauen unterstützenden Männer in unsere Netzwerke haben, denn es gibt viele davon und die sollten wir auch in unsere Netzwerke aufnehmen, um das Verständnis auf beiden Seiten zu haben. Und dann sind es, ich glaube, es ist einfach, man könnte da einen Maßnahmenkatalog an vielen kleinen Schritten, an vielen kleinen Punkten machen, konkrete Dinge. Ich will aber auch sagen, und ich hatte es vorhin gesagt, die Wahlrechtsreform sollte natürlich auch jetzt dazu genutzt werden, gerade wenn wir im Jahr 100 Jahre Frauenwahlrecht sind, dieses Thema mit zu debattieren. Wir debattieren zurzeit nur über die Größe. Diesen Maßnahmenkatalog möchte ich jetzt mit Ihnen zusammen beginnen zu schreiben, in der wirklich allerletzten Runde. Frau Süssmuth, Sie sagten vorhin so leichtfertig, wenn ich morgen nochmal in die Politik gehen würde. Jetzt machen wir den Satz doch mal zu Ende. Sie sind morgen Bundeskanzlerin und was ist die wichtigste Maßnahme in Ihrem Maßnahmenkatalog für eine geschlechtergerechte Gesellschaft?
Zunächst ist mal das Allerwichtigste, dass wir wieder Vertrauen zur Politik gewinnen. Das haben wir im Augenblick nicht. Aber wir haben mehr Menschen wieder nachdenklich und doch interessiert, was wird auf uns zukommen. Mir geht es eigentlich darum, dass wir, wenn ich morgen wieder in die Politik ging, haben Sie gesagt, dann habe ich mit Widerständen zunächst mal zu tun, die die anderen heute auch haben. Aber es kommt für mich darauf an, als ich damals anfing, war ich eigentlich unerfahren. Das war gut. Und ich wünsche uns immer wieder neue Widerstände, die wir abarbeiten müssen. Das macht stark. Wir haben aber unsinnige Widerstände und heute nicht mehr glaubwürdige. Deswegen wäre für mich der Maßnahmenkatalog davon bestimmt, erstens, wo immer möglich ist, mit den Männern zu tun. Ich habe viel Freude heute an jungen Männern, die begriffen haben. Das ist ein schönes Zitat, Frau Süßmuth. Ich habe viel Freude an jungen Männern. Ja, ja. Kann man zweideutig interpretieren, aber darauf kommt es mir jetzt nicht an. Ich finde entscheidend, dass wir mehr Anlässe geben, zu sagen, Mensch, was die Frauen da wollen, das sollte uns auch interessieren. Das bringt auch Vorteile für uns. Und mein Weg wäre heute, vielleicht mit den Erfahrungen, die ich heute habe, weniger auf die Geduld hoffen, sondern die Geduld kann man sowas von überstrapazieren, dass sie am Ende nichts mehr wert ist. Ich arbeite sehr mit dem Geduldsprinzip. Wenn ich zum Beispiel mit Polen heute arbeite, muss ich unheimlich Geduld aufbringen. Das müssen wir alle miteinander lernen. Aber bitte, ich möchte, dass die Frauen, das ist ein wichtiger Punkt, mehr Zusammenhalt zeigen und sagen, wir wollen es jetzt. Dann weiß ich auch, jetzt heißt nicht heute, aber nicht wieder 10, 20 Jahre. Das ist dreimal 10 Jahre jetzt für Frauen in Führungspositionen. Wie viel Mal kommt das noch? Also, sondern wir brauchen Reformen, die wirklich Verbindlichkeiten schaffen. Und ob Sie ins französische Gesetz schauen oder ins belgische, oder am stärksten sind diese Fragen, die wir heute diskutieren, in Mittel- und Lateinamerika vertreten. Die sind da weiter als wir oder in den Entwicklungsländern. Und deswegen sage ich, Maßnahmen, die uns aus der Stagnation wieder in Bewegung bringen. Ich bin froh, dass es in der CDU passiert ist, mit den drei Kandidaten. Das hat mächtig Bewegung gebracht. Jetzt werden einige sagen, positive und negative, aber man braucht Bewegung, Dynamik im demokratischen Prozess. Ich möchte nicht nochmal ein Buch schreiben, 70 Jahre Demokratie ohne Frauen. Nee, das bloß nicht, sondern wir schreiben ja zusammen den Maßnahmenkatalog. Danke, Frau Süßmuth. Frau Magwas, Sie sind ja quasi so kurz davor, morgen Bundeskanzlerin zu werden. Und Ihre wichtigste Maßnahme, Sie können... Weiß nicht, was machen Sie? Morgen um 8.30 Uhr. Wie bitte? Was soll ich das denn? Fängt früher an. Ja, aber also jede auf ihre Weise, würde ich sagen. Ich werde zu meinem Fraktionsvorsitzenden gehen und werde sagen, Ralf, die Punkte, die wir vorgestern besprochen haben, die möchte ich jetzt umgesetzt haben. Ja, gleich mal fragen, was er dazu sagt. Ne? Schön, vielen Dank, Frau Magwas. Ich glaube, das reicht ja womöglich an den Maßnahmenkatalog. Frau Tomalla, Sie wären morgen Bundeskanzlerin. Was machen Sie? Wollen wir den Leuten nicht lieber den Gedanken ersparen, dass ich morgen Bundeskanzler bin? Wir wollen Visionen. Also, ich kann Ihnen ja nur einen Einblick geben, jetzt gerade in meinem Kultur- und Medienbereich, wie es ist und
was ich fühle und was ich denke, was wichtig ist und was noch geändert werden muss. Aber wie wir die Sache jetzt genau angehen, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Politiker, ja. Aber mir ist es wichtig und ich hoffe, dass wir das gemeinsam, auf jeden Fall, wir sind ja schon an einem guten Punkt, dass es noch besser wird. Aber wie ich das jetzt machen würde morgen, kein blassen Schimmer. Ich finde, das klingt total nach Netzwerken, was Sie sagen. Gemeinsam, ich weiß es gerade nicht, aber jemand anders hilft und das ist ja auch ein guter Zugang. Vielen Dank. Und Frau Kühne, Sie sind morgen nicht mehr Unternehmenschefin und Geschäftsführerin, sondern Bundeskanzlerin. Nee. Sie können ja auch was für die Wirtschaft machen. Für die Wirtschaft, genau. Also ich würde mir von den Vorständen, die wir heute haben, wünschen, dass die tatsächlich die Bereitschaft haben, sich zu verändern und einen Veränderungswillen, dass wir den auch spüren, dass wir wirklich tatsächlich echte Diversität, nicht nur in Gender-Themen, sondern komplette Diversität in Vorständen sehen, weil es einfach Sinn macht. Das ist mein Wunsch. Ich danke Ihnen sehr. Das war eine leider kurze, aber auf jeden Fall spannende Runde, die ja nach Fortsetzung schreit. Vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen auch für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich weiß, dass jemand im Saal ganz besonders aufmerksam zugehört hat, nämlich die erste stellvertretende Vorsitzende der Gruppe der Frauen, Dr. Anja Weisgerber. Sie hat den Parlamentsbetrieb schon als Studentin sehr genau unter die Lupe genommen und ihre Doktorarbeit geschrieben über parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Und als ehemalige bayerische Meisterin im Tennis, weiß Frau Dr. Weisgerber, wie man hart, aber fair zum Ziel kommt. Wir werden sicherlich noch viel von Ihnen hören. Heute begnügen wir uns mit dem Schlusswort, aber jetzt erst noch mal ganz herzlichen Dank Ihnen. Wir räumen die Bühne für Frau Dr. Weisgerber. Ja, werte Damen, meine sehr geehrten Herren, am Ende dieser wunderbaren Veranstaltung bleibt es an mir, Danke zu sagen. Wir sind stolz darauf, dass unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und unser Fraktionsvorsitzender, lieber Ralf Brinkhaus, mit ihrer Anwesenheit und ihren Worten auch gezeigt haben, wie wichtig ihnen das Thema Teilhabe von Frauen auch ist. Danke auch für alle Beiträge bei der Podiumsdiskussion. Aus allen Beiträgen haben wir, denke ich, interessante Impulse bekommen, auch für dieses Thema, das uns allen ja wirklich, glaube ich, sehr, sehr am Herzen liegt. Mein Dank gilt auch unserer ersten Vorsitzenden, unserem Geburtstagskind am heutigen Tag, der Yvonne Macquas und ihrem Team, auch ausdrücklich der Frau Herder und der Frau Pommerining. Und auch im Namen der ganzen Mannschaft der Damen möchten wir ganz herzlich uns bedanken bei der parlamentarischen Geschäftsführerin Heike Bremer, ohne die diese Veranstaltung in der Form auch nicht stattgefunden hätte. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ja, meine Damen, meine Herren, wir können wirklich stolz sein, was die Frauen in den letzten 100 Jahren gemeinsam erreicht haben. Bis in die 70er Jahre mussten die Frauen ihre Männer noch um Erlaubnis fragen, ob sie arbeiten dürfen. Das war sogar so vorgesehen, gesetzlich. Und heute hört man in den Kinderzimmern, ich weiß es aus Erfahrung von meinen zwei Kindern, immer wieder die Frage, ob eigentlich auch Männer Bundeskanzler werden können. Aber es gibt dennoch viel zu tun. Gerade in den Bereichen Politik, aber auch in der Wirtschaft, haben wir heute gehört, in der Wissenschaft und auch in der Kunst sind Frauen noch unterrepräsentiert. Gleiches Recht bedeutet nicht immer gleiche Chancen. Deutschland war vor 100 Jahren damals Vorreiter und hat als eines der ersten Länder Europas das Frauenwahlrecht eingeführt. An dieser Vorreiterrolle, die wir damals vor 100 Jahren hatten, sollten wir nun anknüpfen beim Thema bessere Vertretung von Frauen in Parlamenten. Denn die Hälfte der deutschen Bundesbürger sind Bundesbürgerinnen. Und darauf müssen wir uns auch bei der Nominierung von Wahlvorschlägen auf allen Ebenen immer wieder besinnen. Bei den Listen funktioniert es schon ganz gut. Wir haben jetzt zum Beispiel als CSU am vergangenen Wochenende die Europaliste nominiert, wo es ja nur Listen
Kandidaturen gibt. Und da haben wir unter den ersten 10 5 Frauen und unter den ersten 20 sogar 11 Frauen. Unser Ziel muss es aber auch sein, und das ist heute angesprochen worden, dass wir viel mehr Frauen in die Direktmandate auch bringen, denn wir haben so tolle Frauen. Und wir müssen die Frauen auf ihrem Weg, wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm bei uns in der Frauenunion Unterfranken, das auch viele Frauen, die in Funktion sind, wirklich tatkräftig unterstützen. Wir müssen die Frauen dabei unterstützen, auch in die Mandate reinzugehen. Das ist wirklich entscheidend. In diesem Sinne möchte ich mit einem Zitat von Katharine Hepburn schließen, das auch Annegret Kramp-Karrenbauer sehr, sehr gerne immer wieder gibt. Frauen von heute warten nicht auf das Wunderbare. Sie inszenieren ihre Wunder einfach selbst. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Dr. Weisgerber. Ich finde, der Abend hat sehr schön angefangen. Zum Glück ist der noch nicht zu Ende. Sie sind alle ganz herzlich eingeladen zu verweilen auf der Fraktionsebene. Es gibt gutes Essen und viel wichtiger, es gibt beste Gesellschaft. Genießen Sie einander.